Okay, wo ist denn der eigentlich? Der war ja drüben bei dem Zelt, ne? Ja, da ist er doch. Silvio! Ich habe mich um euer Crawler-Problem gekümmert. Ich gehe davon aus, dass du das ganze Nest ausgenommen hast. Klar. Du machst dich ganz gut bisher. Bleib dabei. Hier, das ist für dich. Nee, ich habe bloß einen getötet. Ich dachte mir, den Rest lasse ich dann für euch. Gut, nochmal 1000 Erfahrungspunkte abgesahnt. So mag ich das doch. So lobe ich mir das. Und jetzt können wir dann endlich mal in die Kasper rein und können mal schauen, wie es da drin so aussieht. Na, bitte ohne Hacken. Ach, ich stelle gerade wieder fest, irgendwie ist meine Nase schon wieder zu. Ich hoffe, ich steuere nicht schon wieder auf irgendwas Unschönes zu. Ich hatte ja letzten Herbst, hatte ich mir ja eine Nasennebenhöhlenentzündung irgendwie geholt. Waren gerade die Anfangstage meines Let's Player-Daseins. Ich hoffe, das kommt nicht wieder. Keinen Schritt weiter. Ja, natürlich, Raid. Jetzt lass uns mal rein hier. Amul schickt mich. Jetzt lass mich durch. Natürlich. Amul hat uns nicht geschickt, aber wir können noch mal mit Amul reden vielleicht. Vielleicht hat er ja noch irgendeinen Spruch für uns, irgendeinen Weisen. Ja, sehr schön. Wie sieht's aus? Lässt du mich in den Tempel? Du hast dich um Bakaresh verdient gemacht. Der Zugang zum Tempel ist dir gewährt. Schön, danke. Oh, nochmal 1500 Erfahrungspunkte. Schön, haben wir das Quest... Wir sind das... Ach, Schnauze! Haben wir das auch abgearbeitet? So, bei Raid können wir auch gar nichts machen weiter. Dann gehen wir einfach mal rein. Oder heißt Raid, das könnte natürlich auch sein. Das erkennt man ja leider im Deutschen nicht. Im Französischen würde man es daran sehen, dass zwei Punkte über dem I wären. Weil es dann eben Raid ausgesprochen wird und nicht Rä. Red oder so. Keine Ahnung. Egal. So, wir gucken mal, was es hier so Schönes gibt. Wir stellen fest, durch den kleinen schlammigen Erdgang kommen wir jetzt mittendrin im Gebäude raus hier. Und da haben wir komischerweise einen Sklaven, der einen Namen hat. Na, was ist das denn? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Warum das denn? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ich will aber. Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Meinst du nicht, wir sollten miteinander sprechen? Es ist besser, wenn wir nicht miteinander sprechen. Ja gut, ist jetzt... Hat auch Witz verloren. Oh, das ist aber schick hier. So, die Truhe könnten wir aufkriegen, will ich aber nicht, weil wir dann als böse Diebe zählen. Das können wir später mal machen. Später irgendwann, wenn wir Bakaresh befreit haben. Erstmal weiter gucken. Was haben wir hier für einen Kämpfer einfach nur? Der sagt auch gar nichts. Wir sehen uns später. Ach, jetzt doch. Okay. So, hier oben. Hier gibt es halt viele Reichtümer, die man so einsacken könnte. Hier drüben gehe ich noch nicht lang. Das machen wir gleich noch. Wir gucken uns erstmal den Außengang an. Ja, Wasserbecken gibt es draußen auch. Das ist jetzt keine tolle Attraktion. Okay, wie gesagt, das hier ist für mich die Kasper. Da drüben ist für mich der Tempel. Wir bleiben erstmal hier in der Kasper. So. Kaspar ist ja eigentlich auch der Begriff, also eigentlich kenne ich den Begriff Kaspar nur aus Mekka für den Steinblock dort, für die erste Moschee sozusagen, die es jemals gegeben hat. Also dieser Würfel in Mekka, um den sie alle wandern, das ist ja eigentlich die Kaspar. Ne wahr? Sei stets auf der Hut. Natürlich. So, wir gehen erstmal nach oben. Später nach unten, erstmal nach oben. Habe ich jetzt gerade so beschlossen. So, gucken wir uns mal um. Bank, Bank, Fass. So. Drei Wege, die möglich sind. Ich glaube, es ist egal, welchen man nimmt. Man kommt immer an derselben Stelle raus. Ich will ja auch ehrlich gesagt, also ich wollte ja nicht unbedingt übernachten müssen. Das ist so ein übelster Durchgang hier. Übelstes Durchgangszimmer. Okay, mal wieder eine Truhe. So. Mich würde auch mal interessieren, was da oben drauf ist. Na gut, egal. Hier also auch Durchgangszimmer. Wieder mit ganz vielen Amphoren und irgendwelchen Gewürzen und vielen Früchten. Wieder mal ganz süß gemacht. Okay, haben wir hier drüben noch... Ja, hier ist dann der... Das war der dritte Durchgang, ne? Ja, genau. Haben wir denn hier in der Ecke noch was? Eine Truhe, natürlich. Und noch einen vierten Durchgang. Ich werde bescheuert. Okay, hier ist ansonsten auch nichts weiter. Deswegen wollte ich auch erstmal hier hochgehen. Genau. Und dann können wir jetzt nämlich nach unten gehen. Und dort sollten wir, wenn ich mich richtig entsinne, auch einen Teleportstein endlich finden. So, denn hier unten haben wir die äußerst stark bewachte Schatzkammer der Kasbah. Einmal speichern bitte.
Denn ich weiß nicht, was passiert, wenn wir hier gleich, insofern der Teleportstein hier irgendwo ist, den einsacken sollten. So, sieht aber auch cool aus hier irgendwie, finde ich. Warum haben die richtigen Assassinen nicht sowas vor dem Mund hängen? So ein Halbschutz, so eine Halbmaske? Käme doch eigentlich ganz witzig. Oh, Hazul, Wache der Schwarzmagier. Wir passen auf. Ach, ich glaube, der ist erst später irgendwie mit Namen versehen worden. Ich glaube, hier waren vorher einfach nur überall Elite-Krieger gewesen. Wir können später noch reden. Es kann natürlich auch sein, dass es für den noch einen Quest gibt, dann später irgendwie, aber ich glaube ehrlich gesagt nicht. So. Hier ist sonst auch nichts, ne? Hier haben wir Schmuck, den brauchen wir jetzt gerade nicht. Okay. Aber ich würde denken, hier ist irgendwo... Ich kann natürlich schlecht in die Metalltruhe reingehen, wobei ich glaube, die könnten wir eh nicht aufkriegen. So, gehen wir einfach mal hier hinten rein. Ins allerheiligste Schatzkämmerchen. So, was haben wir denn da? Hier, Schätze ohnegleichen. Viel Gold und Schätze. Da haben wir ihn doch, sehe ich gerade. Ja, kannst du den auch anvisieren? Ja, bitte, dankeschön. Ich speichere nochmal. So, hast du es? Gut. Sack mal den ein. Wunderschön. Ja, hier gibt es einiges, was wir dann absahnen können, aber wenn wir das jetzt tun würden, dann würden wir kräftig auf die Finger kriegen, beziehungsweise würden wir einfach mal einen Kopf kürzer gemacht werden. Falls man gerade irgendein komisches Geräusch im Hintergrund gehört hat, das war mein dickes Katertier, das wieder irgendwo unerlaubterweise rumspringen musste. Okay, lesen wir mal die Steintafel. Wir wollen ja immer alles wissen, was wir wissen können. Hier steht nichts Neues. Sehr schade. Ich wollte eigentlich den Moment nutzen, um was zu trinken. Habe ich auch gemacht, aber... Ich hatte gehofft, dass ich etwas ruhiger trinken kann, etwas entspannter. So, habt ihr was dagegen, dass ich den... Immer wachsam. Nein, die haben nichts dagegen, dass ich den genommen habe. Okay. Was die Texte angeht, hier mit dem alten Wissen und so. Das ist ja immer so ein bisschen verkleckert. Ich kann auch mal... damit das zusammenhängende ist, kann ich auch einfach mal den Text raussuchen, den kompletten Zusammenhängen, der auf allen Tafeln für altes Wissen steht oder auf allen Schriftfragmenten, damit man es einfach mal komplett gehört hat. Könnte ich mal machen. Wir passen auf. Müsste ich mal machen. Wir sehen uns später. Will ich vielleicht mal machen, weiß ich noch nicht. Sei stets auf der Hut. Natürlich. Die hier sind auch hübsch. Ich hätte es ehrlich gesagt richtig geil gefunden, wenn die irgendwie mal zum Leben erwacht wären. Aber die sehen auch so ziemlich cool aus, die Gargoyles. Na, hüpfst du mal wieder aus der Ecke raus, danke. So. Wir passen auf. Natürlich. Und hier haben wir jemanden, zu dem wir unbedingt mal müssen, nämlich Sigmor, der Schwarzmagier. Die aber, die Beliars zorniger Blick traf, fanden keinen Frieden mehr. Wie bist du hier reingekommen? Amul sagte, das geht in Ordnung. Amul ist alt. Er würde jeden in den Tempel lassen, der mit ein paar Münzen klimpert. Ich glaube übrigens, Sigmor ist... Ne, war... Doch, ich glaube, es war Sigmor. Nee, das war nicht Sigmor, oder? Nee, ich glaube nicht. Und zwar gibt's ja in Arcania, gibt's ja... Von jeder Magierklasse einen, der im Baum von Tushu rumspringt. Aber ich glaube, es war nicht Sigmor für die Schwarzmagier. Ich glaube, es war der Schwarzmagier, der in Morasul im Palast von Gonzales rumspringt. Dessen Namen ich gerade vergessen habe. Also egal, nehmen wir das mal zurück. Und hören uns jetzt mal an, was es hier so Schönes zu quatschen gibt. Hast du Arbeit für mich? Was? Was habe ich dir getan, dass du mich störst? Wenn du Arbeit suchst, geh hinaus in die Wüste und töte Nomaden. Und jetzt halte mich nicht länger auf. Was soll denn der dumme Spruch hier? Kannst du mir was beibringen? Du verlangst, dass ich meine Kunst, unsere Gabe, unsere Macht mit dir teile? Die schwarze Magie ist die höchste Form des Glaubens an Beliar. Es gibt keinen Grund, warum ich sie mit dir teilen sollte. Aber, ich bin der Entscheider. Du musst mir Beliar schon irgendwie schmackhaft machen. Nee, ich will aber keine 1000 Gold ausgeben, kannst du vergessen. Ach, kennst du eigentlich Aldo? Aldo? Der Händler Aldo? Was ist mit ihm? Ich soll ihn dir empfehlen. Schöne Grüße und er ist ein guter Mann. Verstehe, er hat dir aufgetragen, das zu sagen. Aber was ist deine Meinung über ihn? Ist er ein guter Mann oder nicht? Mensch, so ein Blitzmerker. Ja, ach komm, er ist in Ordnung. Er ist in Ordnung. Gut, wenn du das sagst.
Er darf sich auch weiterhin unserer Gunst erfreuen. Wenn wir hier schon das Quest hatten, ihm irgendwie da gut zuzureden, dann können wir das doch auch machen. Ist ja eigentlich für uns egal und ich weiß nicht, ob wir ansonsten das Quest abgeschlossen hätten. So haben wir noch 1000 Erfahrungspunkte gekriegt, passt doch gut. Und natürlich das Empfehlungsschreiben von Sancho, das dürfte uns jetzt irgendwie Punkte bei den Assassinen allgemein geben. Ich habe hier einen Brief von Sancho. Was? Zeig her. Genau, schön, 15 Punkte. Ah, Was? Ah, verstehe. Ja, wenn das so ist, dann werde ich mich natürlich bei Zuben für dich einsetzen. Geile Sache, dankeschön. Mehr will ich auch gar nicht von dir, Sigmor. Jetzt haben wir schon mal 31 Rufpunkte bei den Assassinen. Das ist ja schon mal ein starkes Stück, würde ich sagen. Dieses Ding hier ist übrigens der Spawnpunkt, wenn wir uns jetzt hierher teleportieren in den Tempel von Bakaresh rein. Was mir aber gerade einfällt, wir brauchen noch einen Schlüssel von Sigmor und der hat gar keinen Quest für uns gehabt. Ich speichere mal eben, will den mal versuchen zu beklauen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht den Schlüssel von ihm klauen kann. Das kann natürlich durchaus sein. Zu schwer. Ah, verdammte Kacke. Na gut, vielleicht kriegen wir das auch noch so irgendwie. Denn wir haben noch einen Schwarzmagier, den wir gleich treffen werden. Ich weiß auch gar nicht, was das ja eigentlich so richtig darstellen soll. Gehört das schon zum Tempel? Der richtige Tempel kommt jetzt eigentlich erst. Und hier ist noch ein Schwarzmagier, den wir antreffen werden. Und der ist hier der Chef, würde ich sagen. So. Sieht das nicht hübsch aus mit diesen Säulen, diesen gewundenen? Wir sehen uns später. Dass sie aber auch immer rumfressen müssen, das zerstört irgendwie das Flair so ein bisschen. Nun, Freunde, betreten wir das Allerheiligste der Belia-Anbeter. Der richtige Schrein Belias. Das ist er. Oh, ba, 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 ba. Ja, egal. Wir müssen auch hier gucken, dass wir nicht gerade unbedingt hier abstürzen. Ich weiß gar nicht, ob das... Ach, es geht gar nicht, okay. Das Blaue hier scheint so eine absturzsichere Barriere zu sein. So, hier haben wir Tiska, das ist der letzte Assassine, den wir noch... der letzte Schwarzmagier, mit dem wir noch reden können. Ja, wir können ja wirklich nicht abstürzen, ist ja doof. Und hier ist alles... Hier sind die Gargoyles schon ein bisschen mehr wert, ne? Hier sind sie sogar aus Gold. Gut, Tiska. Ja, Tiska. Die Typen, die Weiber da drüben, die Sklavinnen, die haben sowieso nichts zu reden mit uns. Ein weiter Weg liegt hinter dir, Pilger. Durchaus. Ich hoffe, ich bin nicht umsonst gekommen. Solange deine Absichten im Sinne unserer Gemeinschaft sind, ist kein Weg umsonst. Ganz im Gegenteil. Wir belohnen jeden, der für uns arbeitet. Mit Gold, Ruhm und dem Wissen der dunklen Magie. Das klingt doch schon ganz gut. Na, wenn das mal nicht ein netter Schwarzmagier ist, oder? Wie sieht's aus mit meinem Ruf? Es steht außer Frage, dass du dich um uns bemüht hast. Aber es sind viele Fremde in unser Land gekommen. Einige kommen als unsere Gäste, andere als unsere Feinde. Sie töten unsere Männer und sie rauben unser Gold. So geschah es jüngst direkt vor unserer Stadt. Die Oase wurde geplündert. Ich kümmere mich um die Oase. Gut. Mir kam zu Ohren, dass sich die Räuber aus dem Norden mit Nomaden verbündet haben. Lass sie den Zorn Belias spüren. Hier, an der Stelle bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob ich wirklich für die Nomaden kämpfe, weil ich diese Gruppe eigentlich wirklich nicht mag, insofern, dass sie zusammen mit irgendwelchen dämlichen Glückssuchern, irgendwelchen Landstreichern aus Myrtana abhängen und zusammenarbeiten. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd und entspricht nicht so den restlichen Nomaden so richtig. Die habe ich aber ein bisschen anders im Rollenspiel dargestellt. Werde ich mal was zu erzählen, wenn wir uns dann der Oase nähern. Ich könnte Hilfe bei der Oase gebrauchen. Ach so, dann nimm dir Silvio mit. Er ist doch ein guter Kämpfer. Ein wenig Abwechslung wird ihm gefallen. So sei es. Silvio soll dich begleiten. Okay. Was kannst du mir beibringen? Ich lehre dich die Kunst der dunklen Magie. Pah, warum sollte ich dann draußen beim Dingens hier, beim Sigmor irgendwie Geld ausgeben dafür? Ja, lehre mich das höchste Wissen der Schwarzmagier. 30 Lernpunkte und 7500 Gold, meine Güte. Das ist ja schon ganz schön, ne? So, da haben wir hier natürlich... Ich will keinen Ärger haben. Was willst du? Geh jetzt besser. Geh jetzt besser. Ich fick dich auf der Koralle.
So, ich speichere mal kurz. Ich bin mir nämlich gerade nicht sicher, ob wir jetzt irgendwas Verhängnisvolles tun, wenn wir jetzt hier das Ding ansprechen. Aber natürlich wollen wir mal einfach nur so aus Coolness hier am Schrein Belias auch mal uns niederknien, ne? Ich weiß gar nicht, was das da oben darstellen soll mit diesen komischen Stangen da. So, Belia! Dazu bin ich nicht bereit. Ach so, okay. Ach, siehst du mal, hier steht auch gar nicht erst Schrein Belias, sondern hier steht direkt Belia. Denn später dann, wenn man sich für das ist ja cool, mit dem Kopf da oben, mit der Schläfermaske, also diesem Motiv der Schläfermaske, der passt genau da drauf an die Ecke. Ansonsten ist die Statue ja kopflos. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, an späterer Stelle können wir uns entscheiden, für wen... Was ist denn mit den Vasen los? Ja, an späterer Stelle können wir uns entscheiden, für welchen Gott wir letztendlich hier eintreten wollen. Und wenn wir uns für Belia entscheiden sollten, dann können wir an dieser Stelle mit Belia direkt reden und seine Aufgaben direkt empfangen.